Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 2019, wo ich versuche, eine schöne Stadt zu bauen. Eine sehr schöne Stadt versuche ich zu bauen. Ich gebe mein Bestes, Leute. So, Leute, wie ich auch schon letzte Folge gesagt habe, nachdem wir den ersten Stau irgendwie unter Kontrolle bekommen haben, indem wir einfach ein paar Umführungen gebaut haben, unter anderem hier diese Schnellstraße, die dann, ja, so ziemlich krass so an der Innenstadt beziehungsweise aktuell eher so Wohngebiete und so vorbeiführen soll, werden wir diese Folge jetzt anfangen mit der Innenstadt. Das wird erstmal sehr grob, erstmal so ein bisschen der Umriss. Wir werden uns viele Gebäude zusammenstellen beziehungsweise Gebäudekombinationen basteln. Und man wird aber zumindest am Ende schon mal erkennen, dass das eine Innenstadt werden soll. Das ist dann erstmal schon mal eine gute Sache, weil aktuell kennt man das nämlich noch nicht. Aktuell sieht das einfach nur aus wie ein hingerotztes Wohngebiet. Und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr da am Ende sagt. Es wird auch so ein, zwei Spots geben, die schon ganz geil aussehen dann, finde ich. So, zumindest meiner Meinung nach. So, hier bin ich aber erstmal noch dabei, ein paar Auffahrten zu basteln für unsere Schnellstraße, die dann an der Innenstadt vorbeiführen soll, beziehungsweise auch hinführen soll, ne? Sodass die Autos nicht ständig an unserem Hauptbahnhof vorbeifahren müssen. Und wie gesagt, ich arbeite hier immer sehr viel mit den Richtungspfeilen. Eben, dass ich so damit sorgen kann, dass die nicht irgendwie andere Autos kreuzen können, ne, sondern dass das wirklich ganz normal so Auffahrten sind und dass es halbwegs ordentlich flutscht. So, was ich jetzt hier gerade noch mache, das ist ein bisschen abenteuerlich. Da wird vielleicht der eine oder andere dann sagen, ja, du wolltest so eine realistische Stadt bauen. Wobei das jetzt auch nicht mal unrealistisch ist. Ich hatte da irgendwie Bock drauf, dass da so eine Straße nach unten geht. Ach ja, ein wichtiger Punkt, genau. Straight Slope. Das haben mir viele in die Kommentare geschrieben. Und zwar, ich glaube, mit Steuerung S kann ich das über diese Street Anarchy Mod oder Anarchy Mod sozusagen erzwingen, dass er da immer eine gerade Steigung macht, beziehungsweise dass es auch ein gerades Gefälle ist. Das habe ich hier gerade angewendet. Das hat man ganz kurz gesehen, wenn das so gewappelt hat, sozusagen. Und kann ich jedem empfehlen, also wenn ihr die Mod installiert habt, fieser Link in der Videobeschreibung, dann mit STRG S könnt ihr das aktivieren oder deaktivieren, das seht ihr dann immer rechts oben. Könnt ihr einfach ein Häkchen reinmachen, beziehungsweise das Kästchen bei Straight Slope. Und dann macht er nämlich auch über längere Strecken hinweg ein stetiges Gefälle. Beziehungsweise eine stetige Steigung. Wisst ihr, was ich meine? Damit kann man halt sehr, sehr, sehr viel schöner Straßen bauen. Sehr, sehr viel schöner. Danke für den Tipp auch. Das haben einige geschrieben. Ich kann halt teilweise erst ein bisschen später reagieren, auch was Tipps angeht und so. Aber ich lese das auf jeden Fall und versuche das irgendwie zu berücksichtigen oder mir zu merken. Auch wenn ich mir nicht immer alles merken kann. Weil ihr schreibt wirklich sehr, sehr viel. Aber so Step by Step versuche ich davon immer ein bisschen was mit einzubauen in mein Spiel. So, hier fange ich übrigens noch ein kleines Autobahnkreuz an. Ich meine, auch wenn das eine da, oder an sich beides keine Autobahn ist, aber dass man sozusagen Zufahrten hat. Und mach das mal ein bisschen anders, ich mache das mal ein bisschen eckig, wollte das einfach mal ausprobieren. Und das sieht irgendwie auch ganz abgefahren aus, muss ich sagen. Wobei ich hier noch ein, zwei Straßen mehr bauen müsste, das verpeile ich jetzt hier auch. Das heißt, man kommt von der einen Strecke noch nicht zu der anderen Strecke. Das müsste man noch machen. Ich rede jetzt auch nicht von den kleinen Straßen da unten, sondern von den zwei Schnellstraßen. Da müsste ich, glaube ich, noch zwei Spuren miteinander verbinden, beziehungsweise zwei Strecken. Aber das machen wir dann in den nächsten Folgen. Mir fällt das irgendwann auf und dann mache ich das noch. So, und hier kann man das so ein bisschen Krimskrams lösen. Wie zum Beispiel hier diese Zufahrtswege, die ich hier gesetzt habe, damit zum Beispiel die Müllabfuhr oder so da auch unsere Attraktion da erreicht.
hatte ich da extra noch deaktiviert, dass da keine Autos ständig reinfahren, damit der Verkehr nicht ständig aufgehalten wird. Und jetzt hier, das ist auch sehr interessant, das habe ich jetzt erst hier auch für mich entdeckt, ist diese Zuordnung. Da könntet ihr mir auch vielleicht mal in den Kommentaren, die Ahnung haben, noch ein bisschen erklären, wie ich das am besten einsetze. Ich versuche das hier das erste Mal, dass ich zum Beispiel sage, wenn ihr von oben kommt, dann bitte nur die ganz rechte Spur dort einpendeln. Und wenn ihr von rechts kommt, dann auf die anderen Spuren. Wisst ihr? Versuche das so zuzuordnen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so okay ist, da das so einzusetzen oder ob es da noch andere Möglichkeiten gibt, dieses Tool zu benutzen, was ich gerade noch nicht so richtig checke. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Das würde mich mal interessieren. Aber das ist alles mit diesem Traffic Manager. Auch, wie gesagt, Mod-Kollektion findet ihr alles. Link, vierte Link in der Videobeschreibung. Damit kann man das alles machen. So, ja, und jetzt fangen wir langsam aber sicher an mit dem Fundament der Innenstadt. Das ist jetzt so eine Mischung, vor allem erstmal zu überlegen, wo kommt die Innenstadt hin? Und wie sind die Gebäudezusammensetzungen, beziehungsweise bastel ich allgemein jetzt ein bisschen an den Gebäuden rum. Natürlich hat man immer auch sehr viel einfach verschiedene Gebäude, das ist klar. Aber gerade Innenstadt habe ich schon Bock, dass hin und wieder auch mal zwei, drei Häuser von der gleichen Sorte nebeneinander sind oder so, weil das einfach in meinen Augen schick aussieht, wisst ihr? Und selbst da wird es später dann auch noch Änderungen geben, weil ich auch sowas berücksichtige natürlich, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, im Krieg irgendwie ein Haus zerstört wurde und dann kommt da eine neuere Version von dem Haus hin, was ähnlich aussieht, aber halt neuer ist, wo man halt sieht, okay, das ist halt nicht mehr aus der Gründerzeit oder so. Aber man hat zumindest halbwegs versucht, den Stil man hat wenigstens halbwegs versucht, der Höhe treu zu bleiben und so. Das sind alles Sachen, das werde ich noch machen. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Ne? Und deswegen mache ich erstmal so ein paar Häuserkombinationen, werde die dann immer zur Seite schieben, also ein bisschen von der Stadt weg. Und dass wir die erstmal dann nicht immer im Auge haben, aber dass ich drauf zugreifen kann, wenn ich die dann später irgendwie dann nochmal benutzen will, vielleicht auch für eine Wohnsiedlung oder so, wisst ihr? So, und da bin ich jetzt einfach ein bisschen am Rumprobieren mit den Häusern, die jetzt letzte Folge random entstanden sind, da mir ein paar Kombinationen zu basteln. Das werden wir auf jeden Fall alles dann noch später benutzen können. Jo, und auch ein wichtiger Punkt, das werden wir dann später komplett durchziehen, auch wenn sich die Infrastruktur hier in der Innenstadt natürlich noch ein bisschen ändern muss, einfach damit es auch aussieht wie in der Innenstadt. Ich meine, wir brauchen noch einen Marktplatz zum Beispiel. Die komplette Straßenführung, es sind viel zu viele große Straßen, die da aneinander vorbeiführen und so, das werde ich alles noch umändern, aber das ist schon mal ein guter Gedanke, was ich hier auch gemacht hatte eben, dass normale Autos, also PKWs und so, nicht dort entlang fahren dürfen, sondern gerne irgendwelche LKWs, irgendwie Zufahrt, also die irgendwie Lieferungen haben oder so für Geschäfte, das ist in Ordnung. Genauso Müllabfuhr und so, Polizei, die darf dann fahren in der Innenstadt. Aber normale PKWs will ich weitestgehend nicht dort haben. Ne? Die Leute können dann gerne mit der Straßenbahn zur Innenstadt fahren und so, aber Innenstadt an sich selbst will ich so wenig PKWs wie möglich haben. Das nur mal so als Aussicht für die Zukunft. Ne? Aber das ist hier zum Beispiel auch eine Sache, ihr müsst euch mal auf Google Maps einfach mal ganz bewusst, zum Beispiel Berlin oder so, von oben angucken, wie da so die Wohnsiedlung von oben aussehen. Und müsst das mal vergleichen mit so random erstellten Zonen,
So die Dächer, wisst ihr? Und mit Zonen, die ich jetzt zum Beispiel hab, die ich jetzt hier gerade selber mache. Und da ist schon natürlich auch viel zusammengewürfelt. Ne? Aber teilweise fügt sich das auch wirklich wunderbar aneinander. Und das würde ich halt teilweise einfach in meiner Stadt haben. Dass das ein bisschen aneinander schmiegt, auch die Dächer irgendwie eine gewisse Struktur haben und so. Und ja, deswegen mache ich mir hier die Mühe. So, ja, hier das Gebäude. Größerer Bürokomplex. Das Gebäude wird auch da bleiben. Das wird die ganze Zeit über dauern. Ich werde nur die Straßen dann vielleicht noch ein bisschen mehr ranschmiegen und so. Also jetzt nicht die Gebäude, sondern das, was ich eben gesetzt habe, das etwas größere. Und allgemein diese Kreuzung hier gerade, die man jetzt hier so, jetzt, so, die genau. Das wird dann am Ende erstmal so ein kleiner Hotspot, zumindest für diese Folge. Ich glaube, dafür spreche ich nicht zu viel, zumindest ist das meine Meinung gewesen. Die sah dann schon ganz schick aus. So, zumindest so von den Gebäuden, die dann dort stehen. Da kommt halt noch ein bisschen was hin, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten bin ich ja, wie gesagt, hier noch viel an Kombinationen ausprobieren, beziehungsweise auch erstmal einheitliche Gebäude ausprobieren, was wir dann auch gut benutzen können für die Innenstadt und vielleicht auch von etwas edleren Vierteln und so. Dieses Haus zum Beispiel, wenn man da so eine Vierer-Kombo draus macht, sieht sehr, sehr witzig aus. Ich habe da vergebens gesucht, um da irgendwie noch so eine Zwischenverbindung zu machen von dem gleichen Gebäude. Ich weiß nicht, ob es das gibt, da muss ich nochmal im Steam Workshop schauen. Aber zumindest für die Innenstadt können wir dann vielleicht mal so einen Vierer-Block nehmen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, es kommt langsam ein bisschen Struktur rein und so. Und zumindest, wenn man vom Bahnhof guckt, sieht das so langsam etwas cooler aus. So, hier noch eine schöne Kirche. Die wird auch überdauern an dieser Stelle. Ich werde hin und wieder noch so 1-2 Meter nach links oder rechts verrutschen. Teilweise sogar 5 Meter. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Genau, jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist das neue Rathaus aus Hannover. Und das sorgt jetzt bei mir zum kompletten Umdenken. Dass ich mich jetzt dafür entscheide, dass dieses Gebiet jetzt hier, woran ich jetzt hier die ganze Zeit gearbeitet habe, das soll jetzt die Innenstadt werden. So, und da muss man natürlich sagen, dass Großteil der Gebäude sind ja eher so für Wohnsiedlungen und so. Ja? Und deswegen entscheide ich mich jetzt, sehr viele Gebäude davon erstmal umzuziehen auf die östliche Seite von der Schnellstraße. Und entscheide mich jetzt auch hier, okay, wenn da jetzt die Innenstadt hinkommt, jetzt habe ich den Entschluss gefasst, während ich jetzt sozusagen zocke. So, ne, auch wenn ich jetzt davon immer schon ein bisschen erzählt habe, weil ich es halt jetzt schon weiß. Ne? Ich bin jetzt ja gerade der Zukunftsbeam oder so. Ja, egal. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier wie so einen Stadtring. Ne? Der wird über die Zeit auch sich noch ein bisschen umändern, also einfach nur, indem ich da irgendwie die Straßenbreite noch ändere und so. Aber die mittlere Straße mache ich gleich noch weg. Ich habe auch eben schon gemeint, ne, wir hätten für eine Innenstadt meiner Meinung nach ansonsten viel zu viele große Straßen aneinander. Innenstadt, da hat man vor allem erstmal schön viele so kleine Straßen und so weiter. Ne, und nicht alle 2-3 Meter oder so eine vierspurige Straße. Und versuche da jetzt hier erstmal wie so eine Art Stadtring zu definieren. Ne. So, das Krankenhaus kommt nämlich auch noch woanders hin, denn da, wo das Krankenhaus war, ist meiner Meinung nach eine wunderbare Stelle, um dann später hier den Marktplatz hinzumachen. Finde ich zumindest. So, hier suche ich gerade noch irgendwie nach geeigneten Fußwegen. Wobei ich mich dann doch sehr für diese normalen kleinen Straßen entscheide. Die sieht man gerade rechts oben. Die finde ich eigentlich schon ganz cool für Innenstadt, damit viel zu arbeiten. Nichtsdestotrotz können wir dann immer noch gucken wegen Fußwegen, ob wir da irgendwie auch mal eine andere Textur nehmen wollen und so. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Variante. Ansonsten werden weiter Häuser umgezogen und ich bleibe jetzt konsequent bei dem Vorhaben, okay, da kommt jetzt die Innenstadt hin. Das wird jetzt so.
Wo ich hier übrigens auch, das ist auch eine Mod, gleich noch die Farbe ändere von dem Feuerwehrgebäude links. Und ich krieg's tatsächlich hin, das hat mich übelst gefreut, die Farbe exakt genauso zu machen wie von dem Polizeigebäude. Das ist super cool, die Mod. Bei manchen Gebäuden funktioniert das nicht, weil dann auch das Dach die Farbe geändert wird und dann ist es komplett grün oder so. Also auch das Dach, das sieht scheiße aus. Aber bei manchen Gebäuden geht das, wo nur die Fassade sich sozusagen ändert. Und das ist ziemlich nice dann. Jo, ja, hier noch ein Galeria Kaufhof hin. Also einfach ein großes Einkaufszentrum, ich glaube, es ist ein Galeria Kaufhof. Gibt übrigens auch einen Karstadt, wir haben auch noch Platzieren und so. Und so langsam und sicher wird die Kreuzung halt cooler. So, das ist das, was ich meine dann. So, hier habe ich die Auffahrt noch ein bisschen nach unten verschoben, damit ich jetzt nämlich auch gleich die Kirche noch ein bisschen nach unten machen kann. Und die Straße hier auch noch weiter nach unten machen kann. Denn ich bin der Meinung, wenn wir da jetzt schon sowas wie einen Stadtring hinmachen, wäre es halt cool, wenn dann parallel dazu auf Seite der Innenstadt noch so eine kleinere Straße entlang gehen würde. So haben wir dann nämlich schön viele Möglichkeiten auch für Parkflächen, oder vielleicht auch noch für andere Gebäude, die gut zur Innenstadt passen und so weiter. Vielleicht auch Fahrradwege oder so, ich weiß es nicht. Aber so, dass die Innenstadt sozusagen nicht direkt an die große Straße angrenzt, zumindest nicht alles, sondern dass wir da auch ein bisschen Platz dann haben für Grünfläche und so. Und deswegen habe ich das jetzt noch ein bisschen nach unten gezogen und werde jetzt genau an der Stelle, wo ich jetzt hier ansetze, weitestgehend überall parallel erstmal noch so eine kleine Straße dann langziehen. Damit das alles noch ein bisschen klarer definiert ist. Das ist eine Innenstadt, das ist ja Stadtkern. Hier hat alles angefangen. Hier war mal die Stadtmauer gewesen oder so. Dazu muss ich übrigens sagen, dass ich sämtliche Gebäude, die ich jetzt irgendwie einfach rüber verschiebe, die schiebe ich einfach nur rüber und mache da billig Straßenanbindungen, sodass da erstmal die Gebäude wenigstens funktionieren. Da achte ich jetzt nicht drauf, dass es gut aussieht. Das machen wir alles später. Ne? Also wenn ich da Gebäude verschiebe, dann ist das wirklich zur Seite schieben, machen wir später. Der Fokus soll jetzt wirklich erstmal auf der Innenstadt liegen. So. Ja, hier habe ich... Ich glaube, die Gebäude sind aus Prag. Solche Brückentürme gefunden. Und dann noch so eine alte römische Brücke. Und irgendwie fand ich das passend. Ist jetzt natürlich nur ein bisschen blöd, ne? Weil unten auf der Straße, da ist das viel zu breit und so. Darum kümmern wir uns dann später. Aber das ist eine wunderschöne Fußgängerbrücke, Leute. Da machen wir auf jeden Fall irgendwie einen Fußweg drüber. Oder? Was meint ihr? Ich finde das cool. Und damit zeichnet sich nämlich es auch ab, dass die Innenstadt auch mit rüber auf die andere Seite geht. Das wird jetzt so für mich festgelegt. Ist halt ein bisschen breiter, die Innenstadt dann. Guck mal, Fichtenhügel heißt das jetzt, das Gebiet. Ich lese da ab und zu außersehen immer was anderes. So, jetzt fange ich hier an, die ersten etwas besser zur Innenstadt passenden Gebäude zu bauen oder zu platzieren. Ich habe jetzt übrigens da jetzt nicht irgendwie feste Epochen festgelegt oder so. Ne? Das wird jetzt nicht einheitlich, aber muss es auch nicht bei einer Innenstadt. Also das darf ruhig gemischt werden. Das sollte auch gemischt werden aus verschiedenen Epochen. Das wird eine Mischung aus sehr, so aus der Gründerzeit und vielleicht auch sowas wie Barock oder so, keine Ahnung.
Und genauso wird es aber auch sehr moderne Gebäude geben. Weil natürlich auch hier und da mal was zerstört wurde. Ne? So, hier mache ich jetzt übrigens was, was ich dann auch komplett in der Innenstadt, also nicht komplett, aber sehr viel so umsetzen will. Nämlich sehr wenig Platz bei den Straßen, dass richtig enge Gassen entstehen. Weil so meiner Meinung nach, also Fußweg kann man ruhig noch Platz lassen, da habe ich hier vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Das könnte man jeweils noch einen Meter nach links und nach rechts dann jeweils schieben, die Blöcke. Aber einfach schön enge Gassen, finde ich. Das gibt nochmal ein gutes Bild an für Innenstadt. Und ja, was ihr da gerade gesehen habt, da jetzt oben, das Gebäude, das helle, das ist ein Schloss. Das werden wir dann auch noch später schön ausbauen. Davon gibt es nämlich mehrere Module. Aber ich gucke einfach noch ein bisschen durch. Den Marktplatz hatte ich jetzt ja auch schon definiert. Das ist noch so ein kleines Mausoleum, das kommt hinter die Kirche da. Und jetzt sieht man zumindest erstmal schon mal einen Ansatz. Okay, das wird ein Marktplatz. So, ne? Auch wenn da noch nicht viel ist. Erstmal dafür sorgen, dass hier nicht ständig Autos langfahren durch die Innenstadt. Auch wenn es noch nicht wirklich eine Innenstadt ist, aber es entwickelt sich in diese Richtung. Es wird ein langer Weg. Es wird wirklich ein langer Weg mit der Innenstadt. Ich werde da viele Stunden dran arbeiten. Und dementsprechend wird das Bild aber am Ende vielleicht auch entsprechend aussehen. Ich hoffe es zumindest, dass ihr es auch so dann sehen werdet. Aber wir haben zumindest jetzt erstmal die Grundidee, die ist jetzt entstanden, dass wir die dort machen werden, die Innenstadt, und das ist erstmal eine gute Sache. Und man sieht, es zeichnet sich schon etwas ab, aber das wird sich alles dann natürlich über die Zeit extrem weiterentwickeln. Und da würde ich mich super freuen, Leute, wenn ihr dann auch wieder am Start seid. Danke weiterhin für euren Support, ne? Das ist super nice, Leute. Ich freue mich über jeden Daumen, über jeden Kommentar. Und am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und wir weiter an der Innenstadt bauen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüssi.